6, 7. Boah. Ein weniger schon mal auf den ersten Metern. Sehr, sehr große Galoppade. Sehr, sehr sprunggewaltig. Das Ganze trotzdem mit sehr, sehr engen Wendungen hier agierend. Und zeitlich, muss ich sagen, sieht das ähnlich aus wie bei Rolf Moormann. Jetzt habe ich sogar ein bisschen das Gefühl, dass er die ganz, ganz kleine Nüsternspitze voraus sein kann. Und wenn er nochmal so einen mächtigen Satz rausbringt zum Ende hin, dann ist ihm die neue Führung nicht zu nehmen. Gilles Dunant am gestrigen Tag, oder kann ich mich noch daran entsinnen, da schüttelte er noch so ein bisschen den Kopf, da war er noch nicht ganz so zufrieden. Zufriedenheit ist jetzt in sein Gesicht geschrieben. Gilles Dunant liegt vorne. Und einer hat noch die Chance. Jener Reiter, der am gestrigen Tag schon mit einer wirklich bombastischen Runde sich den Sieg im Championat holte. Und wenn Sie sagen, ja, aber das ist doch selten der Fall.